Vorgestellt werden Messerkontaktröhren aus den Jahren 1916 und 1917. Angefangen mit der Siemens Typ A. Die Röhre ist noch im Originalzustand, auch mit der Originalbanderole, inklusive Siegel bzw. Plombe von Siemens und Halske. Die Messerkontaktröhren wurden zuerst hauptsächlich militärisch eingesetzt. Dementsprechend war das Tamtam um Seriennummer und so weiter sehr groß, was in der Röhrentechnik beibehalten wurde. Also ich habe meine Begleitkarte. Ich habe die Nummer nochmal auf der Röhre selbst unterschrieben von XY. Der Aufbau dieser Röhren war meistens gleich. Ich habe auf der linken Seite die Heizung bzw. die Kathode. Alle Röhren waren direkt geheizt mit einem Wolframfaden. An der anderen Seite war das Gitter und die Anode, markiert mit G und A. Das Gitter ist in diesem Fall ein Drahtgeflecht und keine Spirale wie bei der EVN 94. Man sieht auch hier ein großes Problem dieser Messerröhren. Die Drähte waren meistens aus Eisen und oxidieren im Laufe der Zeit. Parallel zur Typ 1 von AEG, Entschuldigung, von Siemens, wurde von AEG die K1 produziert. Und bei der K1 fällt auf die extrem große Ähnlichkeit mit der EVN 94. Das ist nämlich dasselbe System. Also rechts ist die EVN 94 und links ist die K1. Ich weiß, es sind Spiegelungen. Einer der Nachfolger der K1 bzw. Typ A war der Typ MC. MC hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es eine wesentlich höhere Emission gab. Auch hier mit der Originalbanderole. Man sieht, die Anode ist schon wesentlich größer.
und das Steuergitter war ein Drahtgeflecht. Auch hier die vor sich hin oxidierenden Drähte. Und zum Schluss noch ein kleines Rätsel. Die Röhre M. Hier gab es auch unter Sammlern verschiedene Meinungen. Einer hat unter anderem gemeint, es wäre eine Fälschung. Die Ähnlichkeit mit der MC ist sehr stark. Die Anode ist ähnlich groß. Allerdings eingeätzt ist der Typ M. Suchen, wo es steht. M013. Es wäre schön, wenn irgendjemand diese Röhre identifizieren könnte.